In wenigen Augenblicken sehen wir zum ersten Mal überhaupt bei einer Fußball-Europameisterschaft die österreichische Nationalmannschaft. Und es gibt keinen besseren Ort für das erste Europameisterschaftsspiel als das eigene Wohnzimmer. Mein Name ist Mr. Walzer, ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Tag der UEFA Euro 2008. Nachdem die Schweiz gestern ihr Auftakt mehr oder weniger erfolgreich bestritten hat gegen Kroatien, man hat ja die Möglichkeit, das Spiel auch zu gewinnen. Dann ist es allerdings 0-0 ausgegangen. Köbi Kuhn sagt, das ist etwas, worauf wir bauen können. Und so in etwa hat der österreichische Nationaltrainer es auch nochmal vor dem Spiel gesagt. Wir sollten uns ein Beispiel an der Schweiz nehmen und befreit aufspielen. Mit den Fans in den Rücken. Gegner an diesem heutigen Nachmittag im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist der Europameister von 1992, Dänemark. Die, ja, eigentlich in der Phase, Mitte der 2000er, WM 2006 verpasst, Euro 2004 war auch nicht wirklich erfolgreich. Nun wollen sie es hier in Österreich und in der Schweiz besser machen. Und wieder an alte Erfolge in den glorreichen 90er Jahren anknüpfen. Das zweite Spiel an diesem heutigen Tag bedarf keine großen einleitenden Worte. Der Klassiker des Fußballs, die Mutter aller Rivalen. England gegen Deutschland im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Aber erstmal sind wir in der Hauptstadt Österreichs, in Wien, im Ernst-Happel-Stadion. Zum Spiel zwischen Österreich und Dänemark. Bestes Fußballwetter in der österreichischen Landeshauptstadt. Hier einmal die Aufstellung im Tor Alexander Mannlinger und einige andere Namen. Hier in einem 4-2-3-1 wird das wahrscheinlich sein. Ein 4-5-1 laut Grafik her bei den Dänen. Ungefähr ähnlich die Aufstellung. Und los geht's! Das erste Spiel Österreichs bei einer Fußball-Europameisterschaft in den roten Trikots. Von links nach rechts bei den Österreichern damals, 2008, wie heute, 2023. Eine Menge Spieler aus der Fußball-Bundesliga dabei. Dänemark in den weißen Trikots, der Europameister von 1992. Und das ist ein Duell, was so ein wenig zwei Mannschaften beziehungsweise die beiden Wege der Qualifikation sich ähneln in deren Erfolgsgeschichten. Also Österreich hat sich bisher noch keinesmals für eine Fußball-Europameisterschaft bis zu dem Zeitpunkt über den Qualifikationsweg das Ticket gelöst. Der Europameistertitel Dänemark von 1992 ist auch nur zustande gekommen dadurch, dass die Jugoslawen, die eigentlich qualifiziert waren, aufgrund des Balkankrieges vom Turnier ausgeschlossen wurden und die Dänen als Nachrücker präsentiert wurden. Ja, im Finale gewann man gegen Deutschland mit 2-0. Eine einzigartige Geschichte, wie sie so fast nie vorkommt. Das
die Dänen, wie ja auch Kroatien gestern, über unseren Qualifikationsweg mit einem schwachen Start. Lange Zeit sah es so aus in deren Quali-Gruppe, dass sich Albanien durchsetzen würde und den zweiten Platz hinter England sichern wird. Letzten Endes haben es die Dänen gemacht, haben in diesen 6-Punkte-Spielen gegen Albanien und gegen Polen die Nase vorn gehabt und das Ticket für dieses Turnier in der Schweiz oder wie hier in der Gruppe B eben in Österreich lösen können. Das ist Rommedal. Im Zusammenspiel mit Jakobsen, die Dänen, mit ein wenig Zug zum Tor, nachdem die ersten Minuten die Österreicher erst ein wenig probiert haben. Alexander Manninger im Tor Österreichs kann den Ball nur hinterher schauen. Da muss er nicht eingreifen. Jondal Thomasson, ehemals AC Milan und VfB Stuttgart, wenn ich das hinzufügen darf. Oder hinzufügen muss, besser gesagt. Der Topstürmer auch mal in der Bundesliga unterwegs gewesen. Haben, denke ich mal, so viele nicht mehr auf dem Schirm. Beweist mir das Gegenteil. Saria mit dem Übermitteln des Balles zu Emmanuel Pogatetz. Leitgeb, die Flanke kommt. Da wäre jetzt in der Mitte eigentlich einer, hätte sich da vernünftig positioniert. Wäre das eine gute Chance für die Österreicher geworden. Der lange Ball auf Rommedal bleibt an der Viererreihe stecken. So, und jetzt aufgepasst. Außer Distanz. Keine großen Probleme für Alex Manninger im Tor. Der Kapitän Ivan Schitz. Guter Pass auf Leitgeb. Leitgeb! Gute Chance für die Österreicher. Thomas Sørensen im Tor Dänemarks. Muss diesen Ball klatschen lassen. Es gibt Eckball. Für Rot-Weiß-Rot kommt auf den kurzen Pfosten. Weit geht Ivan Schitz, das ist kein Abseits. Die Situation verpufft, wenn man es mit Rot-Weiß-Rot hält. Rechts wieder Rommedal, über den die Dänen sehr viel versuchen. Jetzt kriegen sie hier einen Freistoß. Christian Paulsen im Bild. Er hatte ja 4 Jahre zuvor beim Turnier in Portugal ein Tête-à-Tête mit Francesco Totti gehabt. Jetzt 4 Jahre später wieder dabei. Dieses Mal, wenn man sagen darf, zum Glück nicht mit den Italienern in einer Gruppe. Das hätte mit Sicherheit noch ein lustiges Nachspiel haben können. Christian Paulsen aus der Distanz. Aber der ging knapp links am Tor vorbei. Halbe Stunde rum. Spielt sich so ein wenig ins Mittelfeld verlagert. Keiner der beiden Teams wirklich mit der Großchance, um hier ein Anrecht auf die Führung zu kriegen. Der Gagaric. Weiter Ball auf links. Bleibt bei den Österreichern Ivan Schitz. Ja, im Stand fest. Sørensen holt die Kralle raus. Die Österreicher werden mutiger.
Mit rechts angenommen, mit links weiterverarbeitet und mit rechts abgezogen. Gute Chance. Der nächste Eckball. Glück gehabt. Zweiter Ball über Garic. Hoch in den Strafraum zu spielen. Jetzt die Dänen möglicherweise mit einer Konterchance. Könnte noch mal einen mitgehen. Trödel. Bekannter Sohn Bundesliga. Werder Bremen. Nicht ordentlich genug gespielt für seinen Mitspieler. Das war, sah ganz stark nach Abseits aus. Wäre der angekommen, wäre dieser Angriff mit großer Wahrscheinlichkeit zurückgepfiffen. Stand fest. Wer war zuletzt dran? Es war der dänische Verteidiger. Somit die nächste Ecke, die dritte Ecke Österreichs. Achtung! Da kommt der Torwart raus. Und dann ist das eine Riesenchance für Österreich. Andreas Ivancic, gut getreten. Letzten Endes, ja, es muss Kulic gewesen sein. Beste Aktion bisher in diesem Spiel. Stand fest. So, ja. Eine Minute gibt's. Mit und drauf. Diesen Premierenspiel Österreichs. Noch nie haben sie vorher bei einer Europameisterschaftsendrunde ein Spiel absolviert. Es ist deren erste Teilnahme. Das gleich im eigenen Land. Kahlenberg, der Ball geht nochmal zurück zu Daniel Acker. Gibt es noch einmal einen Angriff für den Europameister von 1992? Nein, gibt es nicht. Der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Für die ÖFB-Auswahl ist das eine Halbzeit, auf der man bauen kann. Man hat Chancen, man hat sogar mehr Chancen als die Dänen. Und man kann definitiv mit den Chancen plus, den sie haben, kann man arbeiten. Österreich ist hier nicht chancenlos, spielen gut mit. Wir sehen hier die eine Chance nach der nächsten hier, die die Österreicher hatten. Und das war die beste Aktion im ganzen Spiel. Sörensen verschätzt sich, kommt raus. Und dann war es Kulic, der frei zum Kopfball kam. Statistiken sagen, dass die Chancen ausgeglichen sind. Habe ich jetzt so ein wenig anders gesehen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir in die zweite Halbzeit. Ich versuche weniger wie ein Österreicher zu klingen, was absolut nicht meine Intention ist. Sinn. Oh. Gibt Eckball für Dänemark. Trödel im letzten Moment da. Den hätte Manninger sich auch krallen können. So, Kahlenberg wieder ein bisschen zu scharf gespielt. Gibt es
Abstoß vom Tor Österreichs, Abstoß vom Tor von Alex Mandinger. Die Flanke. Und Dan Thomasson kriegt nicht genug Druck hinter dem Ball. Der direkt in die Arme des Torwarts. Der Sievenschütz stand fest. Hauser stand fest, wo er zu laut geht, der eigentlich ein gutes Spiel macht. Sehr gut gefällt dort auf der linken österreichischen Seite. Eisen, zu optimistisch gespielt. Das weiß ich eher. Aufhauser. Kahlenberg außer Distanz. Kahlenberg war es nicht. Da habe ich kurz mal auf den falschen Arm geschielt. Ivanschitz hält den Ball drin. Der ist noch nicht ganz raus. Leitgeb. Option wäre gewesen, den nochmal links runter zu spielen. Da wäre einer eingelaufen, gekommen gewesen. Okay. Klärt zum Einwurf für Dänemark. Weit auf Rommedal. Da. 25 Minuten sind noch zu spielen. In der zweiten Hälfte bisher nicht eine Torchance. Ball geht rechts raus zu Andreas Ivanschütz, meine ich, wäre es gewesen. Achtung, jetzt die komplette linke Seite frei. Kahlenberg, Prödel rückt raus. Die Flanke nicht optimal, alles andere als optimal, um es deutlich machen zu wollen, können. Bogatetz. Das Verständnis mit Ivan Schütz. Kommt da gegen Pogate, jetzt kriegt die Flanke und da ist die erste richtig gute Aktion in der zweiten Halbzeit. Das war Jondal Thomasson gewesen sein. Glück für die ÖFB-Auswahl. Leitke. Jakobsen. Da ist der Ball. Dankbar für Thomas Sörensen, für den Nationaltorhüter Österreichs. Als Sturmoption wäre noch Martin Hanek auf der Bank. Auf Seite Österreichs, gute Idee, den lang zu schlagen.
Pauser. Standfest mit ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Kulic kriegt den Ball in die Mitte. Das war die einzige Option, den da hinzuspielen. Mit etwas mehr Zug kriegt er den Stürmer. Und jetzt die Möglichkeit für Dänemark und für Jonas Thomasson. Das hätte er alleine machen müssen. Das hätte er alleine machen müssen. Standfest. Rückt raus, jetzt macht er. Da hätte ich wiederum gesagt, da der Verteidiger da rausrückt auf den Ballführenden, hättest du Kiric, hier hättest du den Ball links runterspielen können auf Kulic. Aber es gibt trotzdem immerhin noch eine Ecke für Österreich und nochmal eine Möglichkeit, die kommt ein bisschen weit. Mit Glück ist da noch ein Däne dran. So ist es. Es gibt noch einmal Eckball. Wir befinden uns in der 84. Minute. Die kommt wieder weit geschlagen. Kulic springt ihn nochmal scharf. Sørensen zum Ersten. Ivancic. Auch die letzte Aktion des österreichischen Kapitäns Andreas Ivancic verlässt den Platz. Und dann kommt Martin Hanik. Man wittert seine Chance. Fans machen gut Stimmung hier im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ausverkauft bis auf den letzten Platz. Die Dänen enttäuschend. Links, Kulic. Das hätte durchaus noch mal einen Eckball geben können. Sørensen schaltet aber am schnellsten. Ah, nee, gut rübergespielt auf Standfest. Der zurück auf Kulic. Der hat jetzt die Option. Bindet Standfest noch mal mit ein. Mal die Situation. Nein, das war kein Eckball gewesen. Leitgeb hat ein gutes Spiel gemacht. Für die letzten Minuten, so für den Lucky Punch, kommt jetzt noch Robert Linz. Ich hoffe, das ist der Vorname gewesen. Jetzt kommt nochmal ein Eckball, der rausgeköpft. Auf Hauser. Jetzt ist die Situation nicht vorbei. Aber jetzt. Spiel ist aus. Das 0:0. Das kann ein beflügelter. Das kann beflügeln für nicht Robert Linz, sondern Roland Linz war das. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Auch die Einwechslung von Roland Linz hat nichts gebracht. Österreich und Dänemark trennen sich 0:0. Die Österreicher machen es der Schweiz gleich. Sie haben richtig gute Chancen gehabt. Gerade der Kopfball von Ivancic in der Schlussphase, nachdem Sørensen schon geschlagen war. Das hätte durchaus den Sieg verdient gehabt. Aber das ist eine Leistung, auf der man aufbauen kann für den weiteren Turnierverlauf, denn der wird mit Sicherheit nicht einfacher, wenn erst England und dann im letzten Gruppenspiel Deutschland wartet. Apropos, gehen wir gleich rüber ins Wörthersee-Stadion nach Klagenfurt zum Mutter aller Rivalitäten. 1972 im Wembley-Stadion, 1996 im Wembley-Stadion, damals nach Elfmeterschießen Deutschland siegreich gewesen, und jetzt 2008 in Klagenfurt. Wie schaut's da aus? Willkommen in Klagenfurt, England
gegen Deutschland. Das Spiel aller Spiele. Hier auf den schnellen Überblick die Aufstellung der Three Lions. Ein 4-4-2 vorne drin. Wayne Rooney und Michael Owen. Und bei der DFB-Auswahl alles beim Alten oder alles beim Bekannten, müsste man doch schon sagen. 4-4-2 in der Raute. Die polnische Sturmspitze mit Miroslav Klose und Lukas Podolski. Michael Ballack, der Kapitän. Viele Duelle, viele legendäre Duelle gab es zwischen diesen beiden Mannschaften. Einige davon hatte ich gerade eben schon genannt. Gerade die bei der Europameisterschaft. Aber ja noch das Endspiel der Weltmeisterschaft 1966. Das Viertelfinale der WM 1970. Halbfinale der WM 1990 in Italien. Zwischendrin in einer, ich glaube in der WM-Qualifikation war es, in München eine 1:5-Pleite aus Sicht der Deutschen. Nun werden die Karten neu gemischt. Deutschland in den roten Trikots. Von rechts nach links. Die Three Lions in weiß. Kapitän Michael Ballack. Ja, wird die linke Seite oder die von der englischen Seite aus gesehen links raus. In diesem Spiel möchte ich nicht unbedingt einen Favoriten festmachen. England bei der Europameisterschaft eigentlich nicht dabei gewesen. Haben sie in ihrer Quali-Gruppe, die sie ja dominiert haben mit 8 Siegen aus den ersten 8 Spielen, bis sie sich qualifiziert haben. Ja, die erste Mannschaft in unserem Reshuffling der Qualifikation, die das Ticket lösen konnte für dieses Turnier. Haben sie dann die Position mit den Polen getauscht. Joachim Löw, der Bundestrainer, das erste Endrundenspiel als Chef eines, beziehungsweise das erste von vielen, die in den weiteren Jahren folgen. Sean Wright Phillips, Steven Gerrard, Ballack, der zu der Zeit die Premier League sein Zuhause nennt, Leistungsträger beim FC Chelsea an der Stamford Bridge. Schneider, die Flanke war gut. Die erste Annäherung wirklich auf das Tor von Paul Robinson durch den Kopfballungeheuer in Spe, Miroslav Klose. Gespielt und das spielen die Three Lions relativ ordentlich. Der Schuss von Wayne Rooney abgewehrt von Jens Lehmann. Der ebenfalls Premier League Erfahrung hat. Spielte einige Zeit beim FC Arsenal. Das ist ein klares Foul.
von Joe Cole gegen Miroslav Klose. Und noch einer mit Premier League Erfahrung. Das war vielleicht ein bisschen zu weit, wurde er auf der Insel Hits the Hammer genannt. Aufgrund seiner eben wuchtigen Distanzschüsse. Berühmt, berüchtigt. Mehr berühmt als berüchtigt bei Aston Villa. Thomas Hitzlsperger mittlerweile zu dem Zeitpunkt wieder den Weg in die Heimat gefunden beim VfB Stuttgart. Unter Vertrag. Schneider. Podolski außer Distanz. Robinson ins Prime. Zweiten Versuch Klose. Ballack über die lange Seite. Und da war es eben Thomas Hitzlsperger. Mit einer richtig guten Chance. Den nimmt er ohne Kompromisse Volley. Ohne Rücksicht auf Verluste. Jose Podolski. Schneider. Die Flanke in die Arme des Torwarts. Halbe Stunde rum. Munterer Kick hier im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. In Kärnten. Ein Topspiel, was den Namen gerecht wird. Beide Mannschaften schenken einander nichts. Philips. Abgewehrt der Ball von Christoph Metzelder. Die Schneider. Podolski. Alten Leverkusen. Frings. Flanke, Ball bleibt bei den Deutschen. Ballack! Da zittert das Tornetz. Aber es war das Dach. Hätte Paul Robinson den gehabt? Schwierig zu sagen. Rechts ist Lahm mit ganz viel Platz. Spielt den Ball allerdings für meine Begriffe viel zu früh. Podolski. Aufsetzer. Vor Robinson. Keine großen Schwierigkeiten für den englischen National. Der Ball ist nicht verkehrt. Es gibt zumindest einen Eckball. Hier kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Schneider spielt ihn kurz bzw. flach in den Strafraum. Und das war es mit den ersten 45 Minuten. 0:0 zwischen England und Deutschland in einer weiteren Iteration des Klassikers zwischen diesen beiden Nationen. Die Mutter aller Rivalitäten, sagt man ja auch so schön. Die Lions mit ihrer besten Chance durch Wayne Rooney. Die DFB-Auswahl hatte ihre beste Aktion durch Michael Ballack. Ansonsten ein hart ausgeglichenes
Unterfangen zwischen diesen beiden Fußballnationen, die sich auch einander nicht mögen. Zweite Hälfte, keine Änderungen auf beiden Seiten vorgenommen. Ping-Pong wird da gespielt. Hauptrolle Micah Richards. Und ein schneller Abschluss von Miroslav Klose. Schuss aus der Distanz. Das ist eine Abseitsposition von Miroslav Klose. Das hat man in der Wiederholung gut sehen, im Live-Bild schon sehen, gut sehen können. Und in der Wiederholung sieht man es noch einen kleinen Ticken deutlicher. Die Lücke gesucht, vielleicht mal über rechts. Schneider mit der Flanke. Ganz strenger Blick von Joachim Löw. Heißt in der Regel nicht unbedingt was Gutes. So würde ich es durchaus so interpretieren. Möglichkeiten zum frühen Flanken war da und dann verpufft die Angriffssituation. Herrscht dann auch wohl noch ein bisschen Nervosität, man weiß es nicht. Wenn, dann ist es auf beiden Seiten der Fall. Klose wird zurückgepfiffen. Wird ein Freistoß gegen die englische Mannschaft gepfiffen. Schneider Phillips. Der Ball ist raus, gibt Eckstoß. Gefährlich. Gefährlich dieser Ball von Ashley Cole.
Den Rooney da mit der Flanke. Die beste Aktion dieses Spiels bisher gehört England. Und Michael Owen, den setzt er an den Querbalken. Glück für Deutschland in dieser Situation. Zu weit für Schneider, bleibt aber bei den Deutschen. Und wieder ist es Ballack und wieder ist es Ballack aus der Distanz. Übrigens auch er kann es aus der Distanz. Schneider will den Ball schnell ins Zentrum spielen. Owen. Wright, Phillips. Metzelda grätscht Wayne Rooney ab. Von Marcel Janssen. Zu hastig. Zu hastig ausgespielt. Alles raus, gibt Eckball für England. Noch ein Verteidiger der DFB-Auswahl mit dran war. 5 Minuten sind es noch hier in Klagenfurt. Das Spiel möchte keinen Sieger finden. Michael Owen mit der besten Aktion des Spiels in der 71. Minute. Aber noch. Ist nicht aller Tage Abend, liebe Fußballfreunde. Sitzberger, Janssen, Ballack rüber zu Schneider. Die englische Abwehr sortiert sich auf die rechte Seite über Michael Richards in Kombination mit Paul Robinson. Ist verteidigt. Eine Minute wird es wahrscheinlich oben drauf geben, so ist es. Also ein Tag ohne Tore bei dieser Europameisterschaft, sowohl das Spiel der Österreicher gegen Dänemark als auch Deutschland gegen England endet torlos. Das dritte 0:0 von 4 bei dieser Europameisterschaft. Und ich denke mal, ich mag es mal schwer behaupten, daran müssen wir uns irgendwie gewöhnen, dass hier nicht so wirklich Tore fallen werden. Man hat gut Chancen gehabt, die in Tore hätten umgemünzt werden können, aber nun gut, wir sind immer noch im ersten Spieltag. Da kann es durchaus noch einige fehlenden Automatismen herrschen, so sei es gesagt.
Aber das war der zweite Tag der Fußball-Europameisterschaft. Morgen geht es weiter mit den Partien zwischen der Türkei und Italien. Und dann am Abend das Duell der Iberischen Halbinsel, Spanien gegen Portugal. Seid morgen wieder dabei. Mein Name ist Mr. Weizsäcker. Ich sage tschüss. See you around like a donut. Und bis morgen.